Ich möchte euch heute einen der Grundbausteine, einen der wichtigsten Grundbausteine beim Halsbandknoten zeigen. Und zwar möchte ich euch heute Kosmetik 2.0 zeigen. Ich zeige euch das an einem Biotane-Adapter bzw. Lederadapter, weil einfach öfter die Frage kam, wie kann ich an so einem kurzen Adapterstück meine Kosmetik befestigen? Ist eigentlich ganz einfach. Ihr befestigt eure Kosmetik einmal hier unten. Das kann jetzt entweder ein Schieber sein oder ein zweiter D-Ring, je nachdem, wie ihr es bestellt habt. Das ist das untere Ende und das hier ist das obere Ende. Und da befestigen wir quasi die Kosmetik hier an diesem Steg, aber von unten, sodass quasi das Cord hier unten durchgeht. Ihr nehmt dafür euer Kosmetik-Cord, das ihr euch ausgerechnet habt, und legt es quasi so, dass es das in der Mitte ist. Und dann beginnen wir am unteren Ende. Ihr geht von unten nach oben durch den Verschluss, also durch den D-Ring oder den Schieber, und zieht einmal durch. Jetzt habt ihr quasi einen umgedrehten Ankerknoten an eurem Verschluss. Das wird dann später unsere Schlaufe zum Verstellen. Dann geht es weiter. Ihr geht wieder. Also mit dem rechten Ende jetzt von unten nach oben durch das Cord. Und dann hat sich hier eine Schlaufe gebildet. Hier. Und da geht ihr jetzt wieder durch. Zieht das Ganze fest. Und jetzt haben wir hier unseren ersten Ankerknoten, der richtig rum ist. Das Ganze machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Ihr nehmt wieder euer Cord, geht von unten durch euren Verschluss. Und die Schlaufe, die jetzt hier entstanden ist, zieht ihr euer Cord durch. Jetzt haben wir hier noch dieses Stück hier. Das ist dann quasi das Mittelstück. Das könnt ihr dann etwas auseinanderziehen. Das brauchen wir dann später, um unser Halsband eventuell noch nachzukorrigieren, länger oder kürzer. So. So sollte das untere Ende jetzt aussehen. Jetzt kommen wir zum oberen Ende. Ihr nehmt euer rechtes Cord und euren Verschluss. Und dann geht ihr wieder von unten nach oben einmal durch. Dann geht ihr von oben nach unten durch den zweiten Steg an der Dornstegschnalle. Das Ganze legt ihr dann so, dass ihr innen rauskommt. Dann legt ihr einmal über das Cord drüber. Geht wieder von unten nach oben hier durch. Und dann von oben nach unten zurück und durch diese Schlaufe mit, sodass wir wieder einen schönen Ankerknoten haben. So. Das Ganze machen wir jetzt noch mal auf der anderen Seite. Ihr nehmt wieder euer Cord, geht von unten nach oben. Quasi so. Dann geht ihr wieder nach hinten um diesen Mittelsteg hier rum. Legt das Ganze wieder so, dass ihr innen hochgehen könnt. Dann legt ihr es nach links, sodass ihr über dem Cord seid. Geht wieder von unten nach oben durch. Dann könnt ihr euch hier die Schlaufe wieder ein bisschen aufziehen und geht dann zurück nach unten durch die Schlaufe. So, auch hier wieder festziehen. So, was ihr jetzt hier habt, ist das Stück eurer Knotstrecke. Der Längenrechner spuckt euch eine Knotstrecke aus und die Knotstrecke ist genau dieses Stück hier. Also wenn er euch 37,5 Zentimeter Knotstrecke ausspuckt, dann müsst ihr dieses Stück hier auf 37,5 stellen, damit ihr dann wirklich die Knotstrecke habt. Also die Knotstrecke ist das, was wirklich geknotet wird ohne Verschluss. Für so einen Adapter gebt ihr bei einem 25 mm Adapter auf dem zweiten Loch eingestellt als Verschlussmaß 7 cm ein.
Das könnt ihr eigentlich so als Faustregel nehmen, für unsere Adapter bei 25 mm 7 cm als Verschluss angeben. So. Das Ganze funktioniert natürlich auch an einer Steckschnalle. Wenn ihr allerdings eine Steckschnalle verwendet, braucht ihr dafür zwei Steckschnallen. Einmal einen, an dem ihr euer Halsband, also eure Kosmetik, quasi hinmacht. So. Und die Gegenstücke, die müssen am Chick sein, damit ihr das dann in den Chick einspannen könnt. Sonst funktioniert das nicht. Also ihr braucht bei der Steckschnalle immer zwei Verschlüsse. Genau, und auch hier dasselbe Prinzip. Da wird dann die Kosmetik so drauf gemacht. Die Musterfarben eures Halsbands tut ihr dann quasi immer in den Ankerknoten verlegen oder gegebenenfalls noch in der Mitte einen Ankerknoten legen mit einer der Musterfarben und dann kann es mit dem Knoten auch schon losgehen. Das war eigentlich das Wichtigste. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen, beziehungsweise wenn ihr meinen Kanal abonniert oder Facebook-Gruppe, Instagram findet ihr uns auch. Material und Zubehör findet ihr auf www.verknüpftundzugeknotet.shop. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachknoten.